Johannes, hallo. Zum ersten Mal im aktuellen Sportstudio. Und dann gleich zusammen. Schön, dass Sie heute hier sind. Danke für die Einladung. Heute großes Duell gegen den FC Bayern. Beide auf dem Platz von Beginn an. Sie haben mir gerade schon erzählt, dass Sie sehr geknickt waren nach dem Spiel. Wer ärgert sich denn mehr über Niederlagen von Ihnen beiden? Wer ist emotionaler? Boah, schwierig zu sagen eigentlich. Ich glaube, wir sind beides Menschen, die ihre Gefühle nicht so sehr nach außen zeigen, aber sich innerlich schon sehr ärgern und auch schon das ganze Spiel nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also Sie sind dann eher still. Reden Sie über Niederlagen dann direkt oder wollen Sie erstmal von niemandem was wissen, auch nicht vom Bruder? Schon. Wir reden schon drüber. Direkt nach dem Spiel jetzt nicht. Also da ist erstmal jeder für sich und ja, versucht da selber ein bisschen drüber nachzudenken und einen klaren Kopf zu bekommen. Aber dann vielleicht später am Abend oder am nächsten Tag, dann tauscht man sich schon aus. Wir reden natürlich heute noch über das Spiel gegen die Bayern. Wir reden über Werder Bremen. Aber wir wollen Sie natürlich vor allem auch persönlich heute ein bisschen besser kennenlernen. Sie beide kennen sich am allerbesten. Deswegen würde ich vorschlagen, dass Sie als Erstes sich jetzt mal gegenseitig ganz kurz vorstellen. Vielleicht so in einem Satz. Ist das okay? Definitiv. Wer fängt an? Maxi? Okay. Der Ältere. Grundsätzlich kann ich natürlich nur Positives über meinen Bruder sagen. Aber er ist schon ein Mensch, der eigentlich fast immer recht hat. Denkt er zumindest. So, jetzt? Ja, und das war die Retourkutsche. Na, nicht ganz. Über meinen Bruder kann ich sagen, er ist ein Bruder, der einen großen Beschützerinstinkt gegenüber dem Kleineren hat. Und das auch oftmals wichtiger ist, als ja, sich selbst zu beschützen, sage ich mal. Das ist doch nett. Johannes, Sie als Stürmer, Sie sind ja selber Stürmer. Können Sie uns das Phänomen Paco Alcácer erklären? 10 Tore in 8 Spielen, alle 29 Minuten Tor. Ja, das ist schon unglaublich, muss man sagen. Erklären kann ich es jetzt auch nicht direkt. Ich weiß nur, oder ich beobachte, dass er einfach ja, ein sehr guter Spieler ist, gute Ballbehandlung, hat gute Laufwege. Und man muss natürlich auch sagen, spielt in meinem Superteam momentan. Ja. Also Dortmund performt natürlich. Richtig gut vorgelegt, sehr, sehr gut, von Deschek, ja. Auf genau. Jeden Fall. Das hilft. Und steht dann halt auch immer richtig. Und ja, dementsprechend kann er momentan ordentlich was vorweisen. Wenn es läuft, dann läuft's. Ja. Maxi, Dortmund hat jetzt schon wieder gewonnen. Wenn Sie heute auf einen Meister tippen müssten, wäre das Dortmund oder glauben Sie, die Bayern kommen noch mal ran? Oder Bremen? Ja, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn ich heute einen Tipp abgeben müsste, dann würde ich Dortmund nehmen. Haben Sie sich heute ein bisschen mehr erhofft gegen die Krisen Bayern, Maxi? Ja, auf jeden Fall. Wir wollten gewinnen. Und, Weil wann, wenn nicht jetzt in dieser Situation, ne? Ja gut, sie haben jetzt gegen Lissabon unter der Woche natürlich auch 5-1 gewonnen. Das zeigt natürlich auch, Benfica keine Laufkundschaft. Und das zeigt natürlich auch von einer gewissen Stärke der Bayern, der waren wir uns bewusst. Aber ich glaube insgesamt, ja, wie der Trainer gesagt hat, war Bayern sehr gut, aber es wäre durchaus mehr drin gewesen. Hat Ihnen so ein bisschen der Mut gefehlt heute, Johannes? Man hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass Sie auf den Platz gegangen sind mit der Überzeugung, wir können das gewinnen. Boah, doch. Vielleicht hat am Ende so ein bisschen was, ein ganz bisschen was gefehlt, aber wir sind schon in die Partie reingegangen, auch mit durchaus Mut und auch Überzeugung. Und ich denke, das hat man vor allem in der ersten Halbzeit auch gesehen. Wir lagen 1-0 zurück und dann auch nochmal zurückzukommen, das 1-1 zu machen und dann auch die ein oder andere Chance zu haben, um vielleicht das 2-1 oder am Ende hat man auch gesehen, Max nochmal zum 2-2. Ja, am Ende hat es dann leider nicht ganz gereicht. Gegen die Bayern kann man natürlich mal verlieren. Jetzt steht da allerdings die Bilanz. 5 Spiele, nur 1 Punkt für Werder Bremen. Nach einem furiosen Saisonstart. Sie standen ja nach 8 Spieltagen auf Platz 3. Was ist seitdem los? Ja, uns war natürlich bewusst, dass vor dem Winter noch mal eine Phase kommt, wo natürlich auch stärkere Mannschaften kommen. Wir haben es einfach verpasst in den Spielen, wo wir uns mehr ausgerechnet haben. In Freiburg, in Mainz, dort zu punkten. Aber was ist anders als zum Saisonstart? Ja, das hat Ihnen dieser dritte Platz vielleicht so ein bisschen den Kopf verdreht? Nein, ich glaube, wir haben das ja auch immer betont, dass wir wissen, dass es nur eine Momentaufnahme ist und dass wir wissen, dass noch die Gegner, die richtigen Gegner kommen. Und ja, trotzdem sind das auch die Gegner, mit denen wir uns messen müssen, wenn wir unser Saisonziel erreichen wollen. Und dementsprechend, ja, heißt es jetzt einfach wieder den Kopf hochnehmen und weitermachen. Das Saisonziel haben Sie gerade angesprochen. Saisonziel lautet
weiterhin Europa. Ich habe gehört, dass dieses Ziel Europa, das war ja sehr erfrischend, dass vor der Saison Sie sich hingestellt haben und gesagt, wir wollen nach Europa. Ist ja auch nicht selbstverständlich nach den letzten Saisons bei Werder Bremen gewesen. Wie kam diese Zielsetzung eigentlich zustande? Weil sie soll ja von der Mannschaft selbst gekommen sein. Die Frage gebe ich an Maxima weiter, er ist im Mannschaftsrat. Deswegen kann er das, glaube ich, besser beantworten. Ja, das war einfach ein Ziel, was wir uns mit aus der Mannschaft heraus, mit den Verantwortlichen, der sportlichen Führung, was wir so durch die Vorbereitung erarbeitet haben und was wir uns vorgenommen haben. Wir haben einfach was gesagt, heißt das erarbeitet? Wie, ja, sitzt man da zusammen im Stuhlkreis und überlegt? Naja, natürlich ist es auch so, dass von der sportlichen Führung erstmal, ja, müssen natürlich auch erstmal abwarten, was kriegen wir für Spieler dazu und was können wir uns dann für ein Saisonziel setzen. Aber letztendlich war dann bei allen die Überzeugung, dass wir mutig sein wollen, dass das auch so eine gewisse Art und Weise ist, wie wir spielen wollen, mutig. Und deswegen wir uns auch ein Saisonziel setzen wollen, woran wir uns messen können. Es war aber auch immer, wir haben auch immer dazu gesagt, wir wollen gerne nach Europa, wir müssen aber auch nicht nach Europa. Und haben auch immer gesagt, dass 6, 7 andere Mannschaften sicher ganz andere Möglichkeiten haben als wir. Dem sind wir uns immer noch bewusst und wir sind immer noch, in Reichweite zu den Plätzen und wir werden das bis zum Ende der Saison durchziehen und müssen jetzt einfach wieder anfangen zu punkten. Ja, der Saisonstart war ja wirklich herausragend mit Platz 3. Jetzt läuft es die letzten Spiele nicht mehr so und es wird sehr viel festgemacht an Max Kruse jetzt in den letzten Wochen. Ist diese Debatte irgendwie schädlich, weil es ein bisschen Unruhe reinbringt bei Ihnen? Oder sagen Sie sogar, ist vielleicht sogar ganz nützlich, weil es den Fokus weglenkt von der Mannschaft auf den Kapitän? Nein, das glaube ich nicht. Geht es um diese Fitness-Diskussion? Sie ist eher lästig jetzt mittlerweile auch schon. Ich glaube, das Thema ist langsam abgearbeitet. Wir sollten als Team agieren und es gibt bei uns im Team nicht nur Max Kruse, sondern es gibt das ganze Team. Natürlich ist Max Kruse ein wichtiger Bestandteil und auch einer, der den Unterschied jederzeit ausmachen kann. Aber wir sind immer noch ein Team und ich glaube, wir gewinnen und verlieren als Team. Und dementsprechend sollten wir uns nicht zu sehr nur auf Max konzentrieren, sondern ja, jeder sollte auf sich zuerst schauen, auf seine Leistung und dann halt auch auf die Teamleistung. Und ja, ich denke, ich bin da auch positiv gestimmt, dass wir in den nächsten Wochen wieder punkten werden. Das brauchen Sie. Das ist ein schweres Programm, was vor Ihnen liegt mit Dortmund, Hoffenheim und Leipzig. Wenn Sie da oben dranbleiben wollen. Passend dazu eine Frage, die über Facebook kam. Wer von Ihnen beiden ist disziplinierter? Boah. Ich würde sagen, du. Ja, weiß ich gar nicht genau. Beide sind, glaube ich, diszipliniert. Ich vielleicht noch ein bisschen... Mehr? Ja, tatsächlich? Nicht, ein bisschen detaillierter vielleicht. Okay, was heißt das? Achte vielleicht noch auf das eine oder andere ein Stück weit mehr, aber... Ich kann da nicht wirklich Unterschiede machen. Okay. Florian Kohfeldt ist ein großer Fan von Ihnen, das wissen wir. Er ist auch ein großer Förderer von Ihnen. Er hat uns aber auch Ihre Schwächen verraten. Hören Sie mal. Beide einen leichten Hang dazu, in der Kabine zu kleinen Spielen zu neigen. Das können Sie vielleicht dann auch mal erklären. Das ist vielleicht Ihre einzige Schwäche. Und Essen. Die essen unglaublich viel. Also sind in der Mannschaft die am meisten auf dem Teller haben. Aber. So, das müssen Sie uns erklären. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Was sind das für Spielchen in der Kabine? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Keine Ahnung. Wirklich? Weiß ich nicht. Wollen Sie es nicht sagen oder wissen Sie es wirklich nicht? Nein, also Jojo ist seit neuestem relativ gut an der Tischtennisplatte dabei. Und bei mir ist es so, dass ich das auch versucht habe vor längerer Zeit. Aber ich muss sagen, bei uns gibt es schon ein paar gute Tischtennisspieler. Und da hat es, also für die Belletage hat es bei mir nie gereicht. Und dann sagt er, Sie essen unglaublich viel. Was hat es damit auf sich? Ja, wir essen viel, ja, das stimmt. Ja, wir essen gerne und viel, ja, aber... Mehr oder weniger als Max Kruse? Das kann ich nicht bewerten. War nur ein Scherz. Das kann ich so jetzt nicht bewerten, aber Wir machen uns natürlich auch gerne Essen und wer kocht? Mein Bruder. Ja, des Öfteren mal. Ich bin dann so für das Kleinere, so für die Karottenschälen und Kartoffeln und sowas zuständig. Der kocht dann. Nee, aber ich glaube, unser Körper braucht das einfach bei diesem enormen Pensum, was wir hier jedes Jahr abspulen. Und
Da brauchen wir viel Energie und deswegen müssen wir auch viel aufnehmen und unser Körper vielleicht noch ein bisschen mehr als andere Spieler. Das ist dann halt einfach ja, so in die Wiege ein bisschen gelegt worden. Können wir nichts für, aber wir genießen es auch. Sie vor allem, wenn Sie einfach nur essen. Wir kommen gleich zu den sportlichen Themen. Da vorne ganz kurze Schnellfragerunde. Immer der eine ganz knapp über den anderen. Okay? Sie müssen ganz schnell antworten. Okay. Bester Charakterzug Ihres Bruders? Ja, dieser Beschützerinstinkt. Bester Charakterzug Ihres Bruders? Das ist schon zu lange. So lange müssen Sie überlegen. Er hat viele, deswegen. Ich wüsste jetzt nicht, welchen ich herausnehmen soll. Okay, dann schwierigster Charakterzug? Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass er immer recht haben will. Schwierigster Charakterzug von Maxi? Seine Emotionen beim FIFA-Spielen unter Kontrolle zu halten. Wenn er verliert. Wenn er verliert, genau. Ja. Wenn mein Bruder kein Fußballprofi geworden wäre, dann wahrscheinlich? Trainer? Tennisspieler. Okay. Sein Traumverein außer Werder? Bayern. Wirklich? Ich war früher großer Bayern-Fan, jetzt wo ich halt selber auch im Bundesliga-Alltag eingebunden bin, hat sich das ein bisschen abgeflacht. Und ich bin jetzt relativ neutral natürlich da, wo ich halt spiele und gerade ist Werder Bremen. Musst du dir jetzt sagen. Ja. Ich gut drauf. Traumverein von Maxi? Traumverein von Maxi? Von Maxi hat keinen speziellen, ich sage einfach mal so Barcelona. Barcelona, okay. Letzte Frage, dann kommen wir zum Sportlichen. Was mein Bruder, oder da sind wir schon beim Sportlichen, was mein Bruder fußballerisch besser kann als ich? Abschluss. Maxi. Torabschluss. Torabschluss. Zweikampfverhalten, defensiv. Okay. Der Trainer Kofeld sagt über Maxi, er ist unverzichtbar für das Bremer Spiel. Johannes, erklären Sie uns, was macht Ihren Bruder so unverzichtbar? Ja, ich kann das jetzt wahrscheinlich nicht so gut wie unser Trainer erklären. Aber aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht, ja, er hat einfach eine extrem starke Laufarbeit. Spult, glaube ich, jedes Spiel mindestens 12 bis 14 Kilometer ab. Ich glaube, das höchste war 14. Wie ich gerade schon gesagt habe, in den Zweikämpfen ist er immer sehr präsent, in den Defensiv-Zweikämpfen und jetzt auch seit dieser Saison offensiv sehr, sehr aktiv. Gute Abschlüsse auch und deshalb natürlich folglich unverzichtbar. Sogar Top-Torschütze bei Werder Bremen mit 4 Toren. Haben Sie da extra dran gearbeitet in diesem Sommer am Abschluss? Mit mir. Aufpassen. nee, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich extra Torschusstraining gemacht habe, aber was ich mir vorgenommen habe, dass ich einfach öfter den Weg zum Tor suchen möchte, mir noch mehr zutrauen möchte im Torabschluss und es halt auch mal von weiter weg probieren möchte. Und das ist gerade am Anfang der Saison ganz gut aufgegangen und ich hoffe, dass es in nächster Zeit dann auch wieder klappt. Johannes, Sie galten ja sogar als das noch größere Talent als Ihr Bruder, haben bei den A-Junioren 80 Tore in 79 Spielen geschossen, waren so das Versprechen im Sturm. Und Ihr Trainer hat gesagt, es wurde erwartet, dass er aus der A-Jugend kommt und sofort die Bundesliga zerschießt. Und das natürlich Schwachsinn, sagt er. Waren die Erwartungen ein Tick zu hoch am Anfang? Ja, sicherlich. Muss man jetzt auch so sagen. Die Erwartungen waren sicher zu hoch. Der Jugendfußball ist einfach, einfach was anderes als der Profifußball. In der Jugend haben wir halt teilweise Spiele gehabt, wo wir 5-0 gewonnen haben, 6-1 gewonnen haben, wie auch immer. Und da hat man dann halt 2, 3, 4 Tore geschossen und dann schießt man halt auch mal 80 Tore. Wenn man dann halt in den Herrenfußball kommt, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so. Das ist dann ausgeglichen. Außer man heißt Paco Alcácer. Aber das Ganze ist einfach viel ausgeglichener und auch ich selber brauchte Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Mein Körper musste sich an den Herrenfußball gewöhnen und das braucht einfach eine gewisse Zeit. Und ich glaube, jetzt mittlerweile habe ich trägt es Früchte, sagen wir es mal so. Und Sie kriegen immer mehr Spielzeit. Sie standen jetzt zum zweiten Mal nacheinander auch in der Startelf, allerdings nicht auf Ihrer Lieblingsposition. Sie würden ja ganz gerne, glaube ich, vorne im Zentrum spielen. Da ist Max Kruse. Jetzt läuft Ihr Vertrag im nächsten Sommer aus. Mhm. Gibt es da Überlegungen zu sagen, ich lasse mich vielleicht verleihen, um ein bisschen mehr Spielzeit zu bekommen oder ich wechsle sogar den Verein oder sind Sie sicher, dass Sie bei Werder bleiben? Ich habe das ja schon mal gesagt, dass
ja, was ich jetzt auch in nächster Zeit dann mache oder zum nächsten Jahr hin, zum übernächsten Jahr hin, wie auch immer, davon auch ein bisschen abhängt, wie das Ganze sich entwickelt bei Werder. Momentan sind wir auf einem guten Weg. Jetzt war das schon mein zweiter Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Damit bin ich sehr zufrieden und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht und wenn es dann irgendwann was zu vermelden gibt, dann werde ich das auch tun. Frage über Twitter an Maxi. Gibt es die Vertragsverlängerung nur im Doppelpack mit Johannes oder warum wartest du, Maxi? Wird da gefragt. Ja, ich muss ja gucken, was er macht. Und ja, man sollte das Ganze schon in einer gewissen Art und Weise unabhängig sehen. Wir sind nicht so naiv und glauben, dass wir bis zum Ende unserer Karriere bei demselben Verein spielen werden. Es wäre schön, wenn wir möglichst lange zusammen spielen, aber ja, wie gesagt, wir sind nicht so naiv zu glauben, dass wir den Weg nur von dem anderen abhängig machen können. Letzte Frage, Johannes, würden Sie Ihrem Bruder die Nationalmannschaft zutrauen? Natürlich, ja. Natürlich. Trau ich ihm das zu. Vielleicht jetzt noch nicht, aber wenn er so weitermacht, wie wir jetzt die Saison auch angefangen hat, dann wird das mit der Zeit kommen. Und er hat immer recht, sagen Sie. Maxi. Definitiv. Maximilian und Johannes Eggestein, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch.